In diesem Video suchen wir den besten Windows-Optimierer oder besten Windows-Tuner auf dem Markt und gehen dazu mal die Werbeversprechen der Hersteller durch. Den ersten, den wir uns jetzt hier anschauen, ist der Shampoo WinOptimizer. Was verspricht er? Naja, er räumt das System auf, er optimiert es und er schützt die Privatsphäre und das alles auch noch automatisiert. Jetzt gehen wir mal zu AVG TuneUp. Er macht ja Automatic Maintenance, also auch automatisches Aufräumen. Gut, hatten wir schon. Speed up your Windows PC. Ja, macht den PC schneller. Uninstall Software you don't need. Ja, und er räumt auf und macht irgendwelche Updates automatisch. C-Cleaner, was kann der? Ja, macht auch irgendwie Aufräumen, Complete Cleaning, irgendwie Security Risks auch noch reduzieren, Privacy Protection, also die versprechen alles ein bisschen das Gleiche. Ja, und welcher ist jetzt denn der Beste? Kann ich euch sagen, gar keiner. Finger weg von solchen Programmen, die euch solche Dinge empfehlen, denn das wird bei einem Windows 10 Rechner nicht mehr nötig sein. Ja, und wie kriege ich jetzt mal einen PC schneller? Na, ganz einfach. Wer noch eine alte Festplatte hat, der geht mal auf Amazon, kauft sich eine schöne SSD und baut die ein. Da werdet ihr einen richtigen Geschwindigkeitsvorteil haben. Also wer heute noch auf einer Festplatte arbeitet, der ist wirklich nicht zu beneiden. Das ist also da, wo ihr die einzige Stelle, wo ihr mal Geld ausgeben müsst, das wäre, eure alte Festplatte durch eine SSD zu ersetzen. Dann wird es nämlich wirklich schneller. Diesen Effekt können diese Programme gar nicht haben, was eine SSD ausmacht bei euch im PC. Gerade beim Hochfahren ist das sensationell schneller mit einer SSD. So, ich habe noch ein paar Sachen mehr aufgeschrieben. PC wird schneller, SSD kaufen, genau, Autostart entrümpeln. Das habe ich meinem anderen Video gezeigt, verlinke ich euch. Da ging es eigentlich um den C-Cleaner. Den könnt ihr entweder entrümpeln mit dem Windows Task Manager oder mit dem Programm Autoruns 64 von den Windows Sysinternals. Und man soll auch noch einen Adblocker beim Surfen benutzen, dann surft man halt ein bisschen schneller. Wird jetzt der PC aber auch nicht schneller. All das kostet übrigens nichts, bis auf die SSD natürlich. So, Speicherplatz freigeben, haben die uns ja hier auch versprochen mit Clean. Ja, da gibt's den, den Datenträgerbereinigung heißt er auf Deutsch, CleanMGR. Mit CleanMGR kann ich den starten, also die Datenträgerbereinigung, die hat Windows schon selbst drin. Dafür brauche ich nun wahrlich kein anderes Programm. Vor allem löschen die eher mal zu viel, was dann vielleicht auch zu Problemen führen kann. Ne? Also hier habe ich die Datenträgerbereinigung drin und hier kann ich auch so Schattenkopien von Windows und sowas noch löschen. Gut, also auch das ist kostenlos schon dabei, brauche ich jetzt nicht wirklich ein Programm dafür. Genau, Programme deinstallieren wird ja auch noch geworben und das finde ich eigentlich das Entlarvendste an diesen ganzen Programmen, weil, naja, ich kann jetzt mal hier auf Programs and Features gehen bei Windows, da finde ich natürlich meine Liste mit installierten Programmen und mit dem Rechtsklick deinstalliere ich die. Was will ich da mit einem Bezahlprogramm mehr können? Ja, gar nichts. So, Registry Cleaner habe ich natürlich mal falsch geschrieben, gut, dass ihr aufgepasst habt und da kann ich nur allgemein sagen, Finger weg davon, da werben die ja zum Teil auch mit. Schaut einfach mal bei Wikipedia, was da Stand der Forschung sozusagen ist, also die bringen keinen Geschwindigkeitsvorteil, da sollte man wirklich die Finger von lassen, machen sogar die Sachen manchmal noch schlimmer. Zum Thema Privatsphäre, das meiste wird ja wahrscheinlich im Browser passieren. Ja, auch da habe ich beim C-Cleaner Video was zugesagt, man kann nämlich die ganzen Cookies regelmäßig im Firefox zum Beispiel löschen lassen, man soll einfach mal die Einstellungen im Firefox durchgehen, was für Daten der sendet, zum Beispiel auch an Mozilla und dann kann man noch einstellen, dass halt Webseitendaten regelmäßig gelöscht werden und euch Werbe Treibende nicht ständig neu identifizieren können. So, der Adblocker im Browser, der schützt auch die Privatsphäre und so ein toller C-Cleaner zum Beispiel, das finde ich ganz fatal, dass der das hier schreibt, Standard Privacy Protection. Wenn man nämlich mal in die Datenschutzerklärung, in die Privacy Policy hier geht, so, Tabelle habe ich hier gefunden und hier sieht man alles, was die hier für Werbepartner haben. Ich habe hier mal den C-Cleaner hervorgehoben. Also ja, so viel zum Thema, die schützen eure Privatsphäre. Ja, genau. Ja, also, was ist das Fazit? Es gibt keinen Cleaner, für Windows 10 zumindest nicht, der irgendwas besser oder schneller machen würde. Lasst die Finger davon, zahlt da bitte kein Geld für. Haltet euren PC einfach generell sauber. Installiert nur die Programme, die ihr auch tatsächlich braucht, denn wenn ihr die nicht installiert, kann euch euer Autostart auch nicht zumüllen. Den Autostart könnt ihr aber auch nochmal manuell aufräumen. Entfernt da aber dann bitte nicht irgendwelche Updater von Chrome oder Firefox, denn die sind zum Beispiel tatsächlich nötig, damit die Browser auf dem aktuellen Stand gehalten werden und ihr dann vor aktuellen Sicherheitsbedrohungen geschützt seid. Haltet euren Windows-PC auch immer auf dem aktuellsten Stand, das passiert ja eigentlich mit Windows 10 ohnehin schon, ohne dass ihr da groß gefragt werdet. Und wer noch keine SSD hat, der kauft sich jetzt mal eine und migriert seine Daten da drauf.